Soweit so schön ist, öffnen wir auch mal Pokémon. Celebrations Collection, zwar die Dragapult Prime Collection. Warum? Weil es die billigste ist. Ich öffne hier noch nichts für 100 Euro von Pokémon da. Wird direkt wieder das Küchenmesser rausgeholt. Im Moment sind auch nur gekommen, meine ich, ETBs und diese Dragapult Prime Collection. Das ist Dragapult. Und ja, gucken wir uns das mal an. Was ist denn da drin? Eine Foil Promo Card, eine Foil Oversize Card, zwei Pokémon TCG Celebrations, vier Card Booster Packs, ein zusätzliches Pokémon Booster Pack, ein A4 Pocket Binder, ein Coin featuring the Pokémon 25 Jahre Logo, ein Informationsblatt und ein Code for the Pokémon Card Trading Card Online Game. So, es ist viel Plastik im Spiel. Machen wir uns jetzt vor. Das hier ist die Münze. Okay. Nicht sehr begeistert. Das hier ist die Dragapult Promo. Ach ja. Es sind zwei Dragapult Promos, warum auch immer. Beides gleiche Foiling. Und wer das Spiel spielt, viel Spaß damit. Dem ersten gar nichts. Ja, zweimal Dragapult. Voll, okay. Okaysen. Ups, Plastik. Dann haben wir zwei Booster Celebrations und einen Booster Vivid Voltage. Eine riesengroße Dragapult-Karte. Yay. Dann haben wir hier, Achtung, jetzt wird es einmal laut, ein Pokémon-Informationsblatt über Pokémon Prime. Und dieses Ding. Also, warum nicht? Wer das hier haben möchte, schreibt mir das mal in die Kommentare. Und dann öffnen wir jetzt mal die Booster. Darum geht es ja schließlich. Vivid Voltage kann das fette Pikachu haben. Wir haben Beldum, Milcery, Wooper. Wenn ich die englischen Namen lese, kann ich übrigens nämlich nicht an die deutschen erinnern. Linkada, Wismur, Winden Stadium. Dann haben wir Dusk nur als Foil und das hier. Achso, ja, bei Pokémon ist ja immer anders. Das hier ist irgendwie eine Reverse Foil. Das hier ist unsere Super Duper Rare. Und dann haben wir noch so ein paar Crap-Karten. Und auch hier viel Spaß damit. Und jetzt kommen die beiden Booster, um die es geht. Vielleicht haben wir in Surak nach Tara Goldstar, Mew, Shining Magic Cup, was auch immer. Wir haben einmal Reshiram in Foil, die sind alle Foil. Es gibt ja auch nur 25 Karten scheinbar. Zekrom, also Reshiram und Zekrom, auch in Foil. Luxray X, Bright Look, Flash Impact, sagt mir jetzt nichts. Ah, okay. Ich werde zu große Wurstfinger. Und Professor's Research. Discard your hard card and draw 7 cards. Das ist das erste Booster. Und das zweite Booster. Schwupp. Ho-oh. Immerhin mal ein Pokémon, was ich kenne. Hey. Mega nice. Kyogre. Noch ein legendäres Pokémon aus der dritten Generation. Ivetal, kenne ich nicht. Und Surfing Pikachu VMAX, immerhin so ein fettes Pikachu. Und hier ist noch ein Code. Ja, okay. Die haben so ein cooles Gefühl. Also ja, das sind definitiv sind das meine beiden Highlights. Surfing Pikachu, ho-oh. Preise blende ich euch mal ein. Und wer davon was haben will, schreibt mir das in die Kommentare. Nur ein kleines, klitzekleines Video für zwischendurch. Das kostet übrigens bei Card Market gerade so um die 25 Euro.